das denn für ein Katastrophenstart? Was schlagst du, Alter? Was hat denn für eine Aktion? Was machst du? Hat drei Sekunden. Ich muss eine in einer Sekunde. Genau, in einer Sekunde muss ich drei Runden schaffen. Alles klar, wahrscheinlich. In drei. Andersrum. So, wie man sehen kann, es ist wunderschön. Oh, Donnersturm, Alter. Ja, ich freue mich. So, liebe Formel 1-Fans, Qualifikation habt ihr gesehen. Ja, und das Wetter habt ihr auch gesehen. Ich nenne es mal freundlich Sonnenschein in Regenform. Oh ja, mit dabei heute ist Diggi und der Tomahawk. Moin, moin. Ja, Herrschaften, also erst einmal hier die Wertungen in der Übersicht. Tibor und ich punktgleich, und was Alpine in der Fahrerwertung, in der Teamwertung angeht, ja, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und das gesamte Rennen soll es jetzt hier regnen. Und ihr wisst ja mittlerweile von mir, ich mag mittlerweile Regen, also stellt euch mal auf einen ziemlich geilen Grand Prix ein, das kann ich euch schon mal versprechen. Aber okay, wir werden sehen. Sticky hat eben vor Flut, Sticky hat eben schon fast gekotzt, aber ich konnte ihn davon abhalten, das nicht zu machen. Aber ich habe ihn motiviert, der ist heiß wie ein Käsefondue, das sage ich euch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Grid. Was ist das denn für ein Katastrophenstart? Herr Maverick, was war das denn? Alles heile? Ja, alles heile. Okay. Auf dem Kopf ist es rutschig. Mike, merkt ihr das? Dreher meinerseits. Okay. Scheiße. Flügelschaden? Nein, Gott sei Dank ist mein Auto heile. So, Jungs, da bin ich wieder. Habe ich was verpasst? Ja, indem ich mich wieder drehe. Was ist denn das hier? Gut, schneid das raus. Und denk dann, du kannst das ERS im Regen ordentlich verwenden. Oh. Direkt hinter mir. Nein, Sticky! Oh. Nein! Ja, ich drifte die ganze Zeit. Oh, und ich krieg auch eine Strafe dafür. Ach, nein. Ach, ist das ärgerlich, Mann. Oh, ich würde mir so einen Safety Car wünschen, ey. Ja, Sticky, bei dir überlegen, vielleicht noch ein bisschen draußen zu bleiben. Auch da wieder in der Hoffnung, dass die Vorderen durch das Stoppen wieder hinter dir fallen, dass du dich quasi entrundest, und dann müssen wir auf ein Safety Car oder sowas hoffen. Oder wenn die nur knapp hinter dir rauskommen, dann geh in die Box. Immer im Wetterbericht. Warte. Aber erst will ich an Lukas vorbeikommen.
Nee, Lukas. Hast dich tapfer gewehrt, aber jetzt reicht's mehr. Zehn Minuten noch leichter Regen. Oh, Safety Car. Okay, Thomas, sag was. Warte. Nochmal neue Enters holen, schnell, sag was. Ja. Lukas wird wechseln. Oh Mann, ey. Lukas wird wahrscheinlich auch reingehen, wirst vielleicht den Platz auf 7K verlieren. Ja. Nur die neuen Inters dürften. Mein Retter, Herr Mailänder! Nee. Du wirst gerade überrundet. Nix da. Scheiße. Doch. Das hatte ich nicht mit berechnet. Hätte ich sehen müssen. Ah! Oh, Kacke. Ja, was jetzt? Ich war noch nie in so einer Situation. Aber vorher haben alle Strafen, oder? Rollstuhlfahrer, 8 Sekunden. Ja, nee, das Problem ist, die werden jetzt alle hinten ranfahren können und also nach vorne hin wirst du nichts mehr machen können. Ja, dankeschön, Kurpmasters, dass es nicht so eine Option gibt, dass man sich zurückrunden kann. Ganz, ganz toll. Ihr könnt stolz auf euch sein. Wirklich. Ich bin so abgefuckt. So, Tim, wird das heute noch was? So, bin da, wir können. Ja, jetzt muss ich die ganzen Autos passieren lassen. Ja, guck, dass du den Haas. Ach komm, weißt du was? Wir machen es auf diese Art und Weise. Oh, Crash hinten, René und Tibor. Oh. Sweat dreht sich. Okay, ich bin wieder voll dabei. Ich muss keinem mehr passieren lassen. Ich bin 13. Ich meine 16. Du hast Lukas durchgelassen. Und ich drehe mich einfach so aus dem Nichts. Eieiei. Oh, das werde ich zum Überholmanöver des Monats einreichen. Eieiei. Tibor auf Soft, Swift auf Soft. Ja, Tibor dreht sich in der Boxenausfahrt. Und Flügel. Tibor disqualifiziert. Was? Nein! Purple Sektor 3. Warte mal, ich frag mal Mark. Rein. Not sure of irgendwas. Sweat hat sich gerade weggedreht. Ich habe nur verwendete Softs, aber die sollten auf jeden Fall diese paar Runden reichen. Also 7 Runden, das sollte kein Thema sein. Tim verliert Zeit, er ist auf den Soft. René geht an die Box. Oh, was schlagst du, Alter? Was hat denn für eine Aktion? Was machst du?
Er verbremst sich beim Boxeneingang. Okay. Jetzt gibt das DRS frei, Mann. Scheiß auf das ERS. Jetzt. Ja, ist klar. Wird einfach mitten im Zweikampf. Ja. Ich erinnere immer noch auf Inters. Oh Gott sei Dank. Lukas, ich hoffe, das war alles cool. Oh, warte mal. Was sehe ich denn da? Medre ist noch auf Inters. Hat drei Sekunden. Ich muss in einer Sekunde muss ich drei Runden schaffen. Alles klar, wahrscheinlich. In drei. Andersrum. Keep your head down, fahr. Pedro muss jetzt René durchlassen. Bei dem Fenster. Trotzdem. Oh Mann, ey. Was ein Grand Prix. Was ein Grand Prix. Medre hat keinen Tank mehr. Kein Sprit mehr. Medre hat keinen Tank mehr. Hat er abgebaut, damit er aber schneller vergeraden ist, ne? Geiler Typ, mein Renningenieur. Scheiße. So, liebe Freunde. Ich sag ja, ein völlig bekloppter Brasilien Grand Prix geht damit zu Ende. Also, fassen wir ganz kurz zusammen. Ich habe zwei wilde Ausflüge ins Grüne gemacht und mein Teammate stand mir einmal im Weg. Dass ich mit Punkten nach Hause gegangen bin, grenzt an ein Wunder. Schreibt mir eure Meinung zu diesem Grand Prix aber wirklich sowas von in die Kommentare. Ich werde auch darauf antworten. So, aber gehen wir erstmal durch. Alex, Glückwunsch zum Sieg, mein Bester. Gefolgt von Tim, Toni, Joe, René, Jan, Maverick, Maxi, Schlags, Barazzo, M7K, Rollstuhlfahrer, Sweat, meine Wenigkeit und Lukas gehen alle zusammen mit Punkten nach Hause. Medre, Sticky und Tibor nicht, weil Tibor nämlich disqualifiziert wurde. Ja, was soll ich da noch groß zu sagen? Dankeschön, Codemasters, dass ihr mir nicht die Möglichkeit gegeben habt, mich zurückzurunden. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.